Im nun folgenden Experiment zu den beschleunigten Körpern wird im Vergleich zu den vorausgegangenen Experimenten ein Körper nicht aktiv durch eine unter Druck stehende Gasflasche oder eine Steinschleuder beschleunigt, sondern alleine die Gravitation, also die Erdanziehung, sorgt dafür, dass ein Körper in Bewegung versetzt wird. Jetzt wollen wir zeigen, dass es die Masse macht. Ja? Das waren kleine Kugeln. Ihr habt alle gehört, wie gefährlich das ist, wenn ein Fernseher implodiert. Ne? Das machen wir jetzt. Ja? Achtung! Im Experiment war erkennbar, dass die Metallkugel an einer Kette befestigt ist, sodass der Befestigungspunkt der Kette an der Decke als der Punkt betrachtet werden kann, um den das Pendel schwingt. Genauer gesagt handelt es sich bei dem verwendeten Pendel um ein Schwerkraftpendel, da es, nachdem das Pendel aus der Ruheposition gebracht wurde, alleine durch die Einwirkung der Schwerkraft zum Schwingen gebracht wird. Es handelt sich dabei um eine gedämpfte Schwingung, da mit der Zeit der Ausschlag des Pendels abnimmt und nach einer bestimmten Zeit ist es ausgependelt und verharrt wieder in seiner Ruheposition. Es ließe sich natürlich mit der Bewegungsgleichung und nach dem zweiten Newtonschen Gesetz die Kraft des Pendels zu jedem beliebigen Zeitpunkt berechnen. Jedoch wollen wir hier nur die Kraft bzw. die Energie berechnen, mit der die Metallkugel auf den Fernseher auftrifft, und hierfür müssen keine Differentialgleichungen gelöst werden. Folgende Überlegungen führen zum Ergebnis. Das Pendel wird anfangs aus seiner Ruheposition gebracht und hat im ausgelenkten Zustand eine potentielle Energie. Diese Energie kann durch die Formel E ist gleich Masse mal Gravitation mal Höhe berechnet werden. Der Punkt, in dem das Pendel nun den Fernseher trifft, entspricht genau dem Punkt der Ruhelage. Nach Durchschreiten der Ruhelage würde also das Pendel nicht mehr positiv, sondern negativ beschleunigt, das heißt abgebremst. Das heißt folglich auch, dass die kinetische Energie genau beim Erreichen der Ruheposition maximal ist, weil genau an diesem Punkt die Geschwindigkeit v am höchsten ist. Man erinnere sich an die Formel für die kinetische Energie. Da in diesem Punkt, also im ursprünglichen Ruhepunkt, auch die gesamte potentielle Energie aufgebraucht ist, lässt sich für den beschriebenen Fall folgern, die kinetische Energie ist gleich die potentielle Energie. Das heißt, beim Erreichen der Ruheposition bzw. im vorliegenden Fall beim Auftreffen der Metallkugel auf den Fernseher ist die vollständig aufgebrauchte potentielle Energie gleich der maximalen kinetischen Energie. Man muss also nur noch die bekannten Werte in die Formel einsetzen und man erhält als Ergebnis 73,575 Joule. Die Größen für die Masse der Kugel und die Auslenkungshöhe seien bekannt. Davon ausgehend kann man sich dann auch leicht die Geschwindigkeit ausrechnen, mit der die Metallkugel auftrifft. Man muss nur die Formel umstellen und erhält V ist gleich 12,13 Meter pro Sekunde oder in Kilometer pro Stunde umgerechnet gerundet 44 Kilometer pro Stunde. Zum Schluss dieser Einheit sei noch eine ältere Aufzeichnung des gleichen Experiments angeboten, mit einem Ende, das so nicht vorgesehen war.